Kann ja nur schief gehen jetzt. Die Mundhexe verliert ihren Namen. Es war einmal in einem tiefen, eiskalten See in einem uralten Wald eine alte Seehündin, die in Wahrheit eine mächtige Hexe war. Sie war grausam und bösartig und liebte nicht so sehr, wie im tiefsten Teil des Sees zu schwimmen, wo das Licht das Eis kaum zu durchdringen vermochten und sie sich an den Leichen ihrer vielen Opfer weidete, die sie über die Jahre ins Wasser gelockt hatte. Der Hass loderte so heiß in ihr, dass nur das kalte Wasser des Sees sie abzukühlen vermochte. Ihr wertvollster Besitz war ein zinnerner Spiegel, der ihr die Geheimnishüterin verkauft hatte und den sie in einer Truhe am Grund des Sees aufbewahrte. Es war kein gewöhnlicher Spiegel. Wer hineinblickte, sah in der Reflexion jene selbst, dass er oder sie zu sein erstrebte, und für die Spanne einer Stunde erfüllte der Spiegel diesen Wunsch. Wann immer ein Boot oder ein närrischer Reisender sich dem Rand des Sees näherte, verwendete die alte Hexe den Spiegel, um als die wunderschöne Frau zu erscheinen, die sie immer sein wollte. Mit dieser Verkleidung lockte sie die unglückseligen Seemänner oder Reisenden in das tiefe, kalte Wasser. Dort zwang die alte Seehündin ihre Opfer in ihre Dienste, bis sie ihrer überdrüssig wurde und sie zu ihrer Leichensammlung im tiefsten Teil des Sees hinzufügte. Eines Tages, als die alte Seehündin zu ihrem Versteck unter dem See hinabtauchte, bemerkte sie, dass jemand ihren Spiegel gestohlen hatte. Die Truhe, in der sie ihren größten Schatz verwahrt hatte, stand aufgebrochen und leer da. Wer hätte solch ein heimtückisches Verbrechen begehen können? Wer hatte es gewagt, sie ihres einzigen Schatzes zu berauben? Die alte Seehündin wurde von einem brodelnden Zorn erfasst, der das Wasser des Sees um sie herum erwärmen ließ. Eine Weile lang erfreuten sich alle dieses Umstandes, denn das Wetter wurde mild und die Luft angenehm warm. Doch nach einigen Wochen begannen die Probleme. Als erstes starben die Fische, die in dem heißen Wasser nicht überleben konnten. Dann begannen die Gletscher zu schmelzen, das Wasser stieg, trat über das Seeufer und überflutete den Wald und die Wiesen. Und schließlich wurde es so unerträglich heiß, dass selbst der Eiskönig aus seinem langen Schlummer erwachte und sich aufmachte, nach dem Rechten zu sehen. Im tiefsten Teil des Sees fand er die tobende Hexe inmitten der Leichen ihrer Opfer. So groß war ihre Wut, dass das Wasser beinahe zu kochen begann. Der Eiskönig brauchte nicht lange, um zu verstehen, was vorgefallen war, und er forderte die Diebe auf, sich ihm zu stellen. Die Diebe hatten keine andere Wahl, als sich zu zeigen, denn niemand wagte es, sich dem Eiskönig zu widersetzen. Die listigen Kobolde erschienen mit dem Spiegel in den Händen. »Warum habt ihr den Spiegel gestohlen?« fragte der König. Wir waren bloß neugierig und wollten sehen, wer wir wirklich sein möchten, entschuldigten sich die Kobolde. Aber das blöde Ding ist kaputt, wir haben überhaupt nicht anders ausgesehen. Das bedeutet nicht, dass es nicht funktioniert hat, lächelte der Eiskönig. Nun entschuldigt euch und übergebt den Spiegel mir, denn er ist zu mächtig, um von Dieben der bösen Hexe verwendet zu werden. Ich weiß nicht, ob es die richtige Geschichte ist. Ich bin mir nur unsicher. Die Kobolde entschuldigten sich und überreichten dem Eiskönig den Spiegel, doch die alte Seehündin war immer noch zornig. Und was ist mit mir? Fragte sie. Ich wurde meines Schatzes beraubt und verlange Wiedergutmachung. Der Eiskönig runzelte die Stirn und erhob abermals das Wort. Alte Hexe, du bist grausam und bösartig, aber ich muss eingestehen, dass dir Unrecht getan wurde. Von nun an sollst du den See verlassen dürfen und in deiner wahren Gestalt als alte Hexe auf der Erde wandeln, aber einzig und allein bei Vollmond. Und ihr, Kobolde, solltet euch lieber vom See fernhalten, denn ich werde euch nicht vor dem Zorn der Mondhexe bewahren. Und das war die Geschichte, wie die beiden Kobolde der Mondhexe zu ihrem Namen verhalfen. Kann ich denn irgendwas mit der Looks like Kiste this is machen? coin-operated. Als ob man eine Münze einwerfen müsse. Warte mal. Eine Münze. Sind wir vielleicht eine Münze? Warte mal, haben wir auch eine Geschichte? Oh, drücke mal aufs Falsche. Irgendeine Geschichte mit einem Münze habe ich jetzt aber noch nicht gesehen. Vielleicht finden wir aber eine. This is personal. So viel zu lesen gerade. Mein geliebter Sohn, ich weiß, dass es mir diesmal nicht mehr besser gehen wird. Also wollte ich dir ein paar Dinge mitteilen. Es tut mir leid, dass ich dich schon bald verlassen werde. Ich habe dich erst später bekommen, dachte aber trotzdem, uns bliebe mehr Zeit. Es macht mich glücklich zu wissen, dass du den Clan hast, wenn ich fort bin. Und auch deine Tante, die sich um dich kümmern wird. Du scheinst schon immer gewusst zu haben, wann es Zeit ist zu gehen. Seit du ein Baby warst, wusstest du genau, welcher Schuh an welchen Fuß gehört. Und immer wenn ich mich gerade aufmachen wollte, hast du mir mein Paar gebracht. Eieiei. Ich habe nie durchschaut, woher du wusstest, dass ich im Aufbruch begriffen war, aber immer warst du da mit meinen Schuhen, jedes einzelne Mal. Du hast nie geweint oder einen Aufstand gemacht, sondern mir einfach auf den Weg geholfen. Ich hoffe, dieser Abschnitt wird genauso einfach, und obwohl du mir meine Schuhe nicht holen musst, weiß ich, dass du mir auf meinen Weg helfen wirst. Deine Stärke war stets, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, und zu tun, was getan werden muss. Ich bin so stolz auf deinen Beitritt zur Polizei. Die Leute werden dich jetzt als Anführer wahrnehmen, und ich weiß, dass du sie nicht enttäuschen wirst.
Bitte erinnere die Menschen an unsere Art zu leben. Es war unsere kulturellen Werte, die unser Volk von Anbeginn der Zeit haben gedeihen lassen. Sorge dafür, dass sie das nicht verlieren. Vergiss außerdem nie, einen jedem Beistand zu leisten, nicht nur denen, die dazugehören. Es ist unsere Art, einander zu stärken. Jeder hat der Gemeinschaft etwas zu bieten. Sie selbst sehen es vielleicht nicht, also musst du es ihnen zeigen. Hilf ihnen auf ihren Weg, so wie du es immer getan hast. Vergiss nicht, wenn du andere aufbaust, macht es auch dich stärker. Okay. Mom. Liegt etwa Onkel Eddies Mom im Sterben? I gotta take care of that rental application. Hier gibt's nichts. Eddie must have been back and forth to Juno all the time to these shows before he got stuck here taking care of me. Wir müssen die Kiste im Hinterkopf behalten. That was a good memory. Even though Tyler couldn't come. Das war das Abschlussjahr von Allison, glaube ich. Still can't believe Eddie never told me he was paying for fireweed. I'm glad he never pushed me to change my last name. Kammergericht des Bundesstaats Alaska im Familiengericht von Dallas Crossing. Anordnung zur Ernennung eines Vormundes. Achso, okay. Das Gericht stellt fest, Gerichtsbarkeit und Zuständigkeit, der Fall wird fällt in die Zuständigkeit des Gerichtes und der Gerichtsstand. Uramerikanisches Kind, Minderjährige, ist kein uramerikanisches Kind. Wo steht das geschrieben? Jünger als 14 Jahre. Ja gut, das sind ja nur die Daten, ne? Das ist ja sonst nicht mehr. Hallo Docs. Ich bezweifle ja ein bisschen, dass der das hier rumliegen lassen hat, ne? Aber die Kiste macht mich doch noch ein bisschen sprachlos. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch nichts. Habt ihr irgendwas gesehen beim Durchblättern mit einer Münze? Nee, oder? Ich habe nichts gesehen. Wo irgendwie eine Münze dabei war. Fische. Weiter in der Wohnung gucken. Vielleicht finden wir noch was. Masch. Boah. Something's not right. What is this? Ich kann die Erinnerung nicht rufen. Leider. So, mal gucken, vielleicht liegt ja irgendwas rum. Korb. I wish Eddie's mom could have taught me how to do this. Oh, Korb flechten. Oh, Frühstück. So, was steht hier? Here's the file. Just need my ID and pay stubs. Ausweis, okay. Gehaltsabrechnung, Arbeitsbescheinigung. Emily Allison? WTF. How could you do this to me? Fuck. I've got to think about something else. Focus. ID and pay stubs. WTF. Ich guck mich noch weiter um. Maybe if I make something for D, it'll help calm me down. I should have let myself enjoy these trips more. Da muss doch irgendwo was sein. Spezialkrabbeneintopf. Ach ja, schon wieder ein Rezept. Also wer Krabben mag, ne? Einfach pausieren und nachmachen. So. Eddie says there's a plant for every pain, except heartache. Wildrosentee. So, ich Frühstück und die Papiere gucke ich mir an, sobald ich hier mit der Wohnung durch bin. I so don't want to go back to the station. Not after yesterday.
Must be great to feel like you belong somewhere. Anywhere. Hallo Sandmann. So, was haben wir hier? Ist noch ein Schlüssel. Weiter gucken. God. The world feels so fucking small right now. I've got to find a way to get out of my head. Schon cool aus. Eddie loved his Mischka so much. Also die haben hier schon ein paar nice Wohnungen, ne? I wonder what Tyler's up to out of the house. Ah, da steht eine Figur. Komme ich da irgendwie raus? Ich kann mir vorstellen, dass ich die Figur einsammeln muss. Nur, wie wir da hinkommen, ist die nächste Frage. I haven't had any time to sketch lately. Ja, klar, Docs. Zu dich. So, ein bisschen Musik vielleicht? I don't feel like listening to anything right now. Oh, ich habe aber Lust, das zu hören. I wonder what Michael would think about all this. Would he even get it? I wish I thought shooting some hoops would help me forget all this. Okay, viele Fotos. I wish you could just change your mood as easily as a record. Gut, ich habe jetzt nichts gefunden, was irgendwie... Ich gehe mal zum Frühstück. I can't really eat anything right now. Oder eben nicht. So, Papier angucken. Allison, so, was haben wir denn hier alles? Derzeitiger Arbeitgeber, Gemischtwarenladen, Veggie. Was ist das hier? Ach, Arbeitsverhältnis. Ach ja. Jahresgehalt von 24.000 US-Dollar. Das ist schon gar nicht so schlecht eigentlich, wa? I got pretty lucky with this job. Mhm. Tessa and Tom really took a chance on me. Die haben dich auch noch gut bezahlt, ey. Okay, mehr gibt's hier aber nicht in dem... Das sieht übelst lecker aus, ne? Ich weiß auch nicht, warum sie das nicht essen will. So richtig nice Waffeln, Sirup. Was ist das daneben? Ich würde jetzt mal... Zimt und Zucker würde ich jetzt einfach mal chippen. Das sieht übel gut aus. Ich weiß nicht, warum so das nicht ist. Gehen wir mal zum Schlüssel. Oder warte mal, bevor ich... Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich den Schlüssel nehme, dass sie dann sofort losgeht. Huch. I told him I wanted to stop messing with those memories. But he wouldn't listen. Brother, sister, we look out for each other. That's what you said. But you don't mean what you say, do you? They're just words. You left me, Allison, all alone and scared. BTF. Was passiert denn auf einmal? I can't deal with this right now. This isn't real. He isn't real. ETF. Not here. Ja, Cox beantwortet dir die Frage, ist okay, oder Docs? Okay, warte, wir brauchen irgendwie eine Münze oder sowas. Irgendwas für die Box. God, where is it? Ich weiß nicht mal, was sie gerade sucht, ne?
Now would be a good time to stop smoking and maybe do a detox for 12. Ist hier irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe, da unten? Was ist das hier? Lohnauszug. Ah, okay. Here they are. So, trotzdem muss hier irgendwas sein. Bei Eddie im Zimmer war ja nichts. Was hier? Was ist das denn hier? 10.000 Grad das Spezialfrühstück. Ah, jo. Liegt aber sonst auch nichts weiter. Der Brief von Eddie, hier sind noch ein paar Bilder. I never imagined Uncle Eddie was hiding so many things from me. I could call Michael, but what would I even say? Okay, mehr ist hier aber nicht. How? Sonst habe ich das hier schon gesehen? Ja, das habe ich schon gesehen. Das war der Brief an Tyler. Hier muss doch irgendwo. Ich muss doch diese Kiste irgendwie öffnen können. Aber hier lag jetzt auch nichts weiter, ne? Welche? Ich gehe nochmal zu der Kiste. Hier kann ich nicht hin, ne? Hier. Nee. Hier war aber auch nichts weiter. Wir müssen doch irgendwo ein paar Münzen rumliegen. My driver's license should be in my wallet. Or in my bag. Achso, das haben wir schon gelesen. Warte mal. The paperwork's not down there. Aber ich will da runter. Oh, lass mich doch da runter. Marianne, what's going on with you lately? If you need help. Come on, Allison. Don't start. Das ist natürlich sehr gut, wie ich immer wieder in die Zimmer reinlaufe und immer wieder was Neues passiert. Geh aber nochmal zur Kiste. A secret keeper in her secret keep. Geheimnishüter. Was hat sie gesagt? Looks like this is coin operated. Ja. Looks like this is coin operated. Hat die Dummes mit Geheimnishüterin gerade gesagt? Hat das zufällig jemand gelesen? Oh. Nee, warte. Geheimnishüterin, Geheimnishüterin. Das ist es nicht. Troll. Eiskönig. Old Beaver. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie zieht es mich hier zu dieser Geschichte. Ich weiß noch nicht warum. Was ist der Mondhexe? Ja, wir hatten doch auch irgendwo eine Geschichte mit einer Geheimnishüterin, ne? Kann ich mich noch dran erinnern? Das ist die Party. Aber. Warte mal. Das auch. War das das Auge? Aber das war. Sicher? Oh, hatten wir die Geschichte nicht schon? Die Kobolden, die Gabe der Stimme? Stimmt, warte mal, aber hier. Das haben wir aber schon mal gelesen. Ja, ist das die einzige Geschichte gewesen? Weil das war hier das mit der. Mhm.
versuche das mal gerade damit, aber es hat nicht... Ich schau mal, ob ich irgendwie in den Keller komme. Vielleicht finde ich ja da was. Sonst ist hier nichts weiter gewesen, ne? So, rausgehen will ich nicht. Ach, guck mal, da liegen doch die Münzen. Yikes. Die nehmen wir mal als erstes. So, was haben wir hier? I wonder if I'll ever hear from Tina again. Immobiliengruppe. Ah, here's my ID. Warte mal, ich pack das mal noch weg. What if I just packed a bag and left? Never looked back. Ich geh nochmal zurück, bevor ich den Ausweis nehme. Eine Münze habe ich ja jetzt. Hätte ich da mal vorher geschaut. Ja, ja, ja. So, jetzt bin ich gespannt. Was bringt uns jetzt diese Kiste? A secret keeper in her secret keep. Yep. Münze haben wir. Ja. No way. It worked. Yay. War gar nicht so kompliziert. So, Sammelstück haben wir schon mal. Das erste. Judy, dann nehmen wir jetzt die Ausweispapiere. In den Keller würde ich, naja, doch, vielleicht doch nicht so gern gehen. Wer weiß, was da unten ist. So wie ihr Kopf gerade rumspinnt, ey. Komme ich denn auch hier irgendwie raus? Oder draußen sieht das auch aus wie ein Sammelstück. You swore, Allison. It's nothing. This is nothing. Crazy. Aber ich glaube, ich komme so nicht rauf. Gut, dann nehmen wir mal die Papiere. This place was never much more than a bachelor pad, huh? There was so much I planned to do. All those sacrifices I made. And how do you repay me? Lying to my face? You're not my child. My clan deserves better. This never happened. It's just brain vomit. Das ist komisch, ne? Das ist, als wenn... Where's that coming from? Where did I leave my phone last night?